So how is the weather in Boston? In Hamburg, it is like always. Yes, the weather in Boston is a little bit like what I imagine the weather in Berlin might be, which is gray, hard ground, no snow, Okay. no leaves on the tree. This ist das Schlimmste im Winter, würde man sagen. So, wenn es Schnee gibt, dann ist das eigentlich New England, ist New England sehr schön im Winter. Und es gibt sehr oft blaue Himmel und Schnee und so weiter. Es ist so wie Bayern oder ich weiß nicht, ob man das Nein, so ist das. Hamburg Also sagen darf. Schnee, Schnee und Sonnenschein und gutes Wetter, gutes Winterwetter, das ist in Hamburg sehr oft der Fall. Die Nein, norddeutsche nie. Tiefebene ist bekannt dafür. Nein, nein, leider nicht. Ja. Nie. Weder Ja, Indian das Summer Wetter noch. ist wie in Hamburg im Moment, würde ich sagen, jetzt in Boston. So schlimm ist es in Boston gerade, so schlimm. Ja. Gut, also wir fangen an. Ich begrüße alle, die zugeschaltet sind. Wir fangen pünktlich an. Warum fangen wir pünktlich an? Bei Daniel Sieblatt. Vielen Dank, Daniel Sieblatt, für die Zeit heute. Es ist eine Menge los, wenn man darüber schreibt und forscht, welche kritischen Phasen Demokratien durchleben können und wie sie auch untergehen können. Ist es seit Mittwoch eine sehr, sehr busy time für einen Professor, der sich damit seit Jahren beschäftigt, auch natürlich schon vor diesen Ereignissen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass das so kurzfristig geklappt hat. Vielen Dank dafür. Good afternoon, good morning to Boston, Daniel Thank you. Siebert. Hi. Schön hier zu sein. Wir wollen über zwei Dinge sprechen. Natürlich wollen wir darüber sprechen, was da am Mittwoch passiert ist und wie man das einsortieren muss. Keine Frage, das ist zu aktuell. Wir wollen aber auch über große, vielleicht grundsätzliche Fragen sprechen. Wir haben das jetzt genannt, das Thema die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass es da größere Zusammenhänge gibt, über die Sie, über die du, wir kennen uns ja, Ja. auf Deutsch muss man ständig die Frage stellen, immer duzt oder siezt, ja, aber wir machen das jetzt nicht künstlich hier, bitte, wie man das, was wir beobachten können, differenziert beobachten können. Uns interessiert in Deutschland natürlich, was können wir selber lernen für unsere Demokratie, aber auch, was müssen wir vielleicht beachten im Umgang mit den USA, mit der US-Regierung, der neuen Regierung vielleicht grundsätzlicher. Das ist natürlich die Frage, die wir uns alle stellen. Dazu ist schon viel veröffentlicht worden. Du bist interviewt worden von der Zeit. Das hört auch nicht auf. Wir sehen dich immer im Fernsehen noch viel. Warum? Weil es auch viel Erklärung, gegenseitige Erklärung über den Atlantik ist. Und deswegen freue ich mich. Vielen Dank, dass du heute da bist. How democracies die, wie Demokratien sterben. Ja, das ist das Buch, also The Book. Es gibt natürlich noch viele andere Veröffentlichungen, aber das ist ja fast wie eine Prophezeiung. Ich habe drei Fragen eigentlich heute. Du hattest mir vor der Sendung gesagt, du willst mich auch was fragen. Mal sehen, ob ich das beantworten kann. Aber meine drei Fragen sind eigentlich erstens, stirbt die amerikanische Demokratie? Ist das jetzt ein weiterer Schritt? Ist das sozusagen in der Erzählung der Kurve, die nach unten geht? Also eine der Thesen aus deinem Buch ist ja, dass es ein kontinuierlicher, langsamer Prozess ist und nicht ein von jetzt auf eben kommt die Diktatur. Ist das jetzt ein weiterer Schritt in Richtung nach unten oder können wir die Zuversicht haben, dass die most powerful democracy on the planet das auch bleiben wird? Meine persönliche Frage ist eigentlich daran angeknüpft, ist Donald Trump the exception of this? Ist er die Ausnahme oder wird Joe Biden die Ausnahme sein und es kommt noch alles noch ganz anders, noch schlimmer? Die zweite Frage ist, was ist da eigentlich ganz genau passiert? Also welche Leute haben das gestürmt? Warum haben die das gemacht? Fahren die jetzt alle zurück in ihre Heimatstaaten und eigentlich ist das nur ein ganz kleiner Personenkreis, der jetzt unglückliche Bilder produziert hat? Und die dritte Frage ist, die ist ein bisschen komplizierter, ist, wir haben ja auch eine Parlamentssituation gehabt, wie du weißt, im Deutschen Bundestag. Das Westportal ist ja auch gestürmt. Es gab andere Bilder, aber es gab auch verstörende Bilder. Das war im August, glaube ich, oder? Ja. Genau. Nee, das war mit dem Infektionsschutzgesetz sozusagen, als da Leute gestürmt haben, Wann auch war das? im Das Bund. war im Herbst, oder wann war das genau? Genau, es war einmal im Bundestag, wo Menschen in den Bundestag gekommen sind und dann einmal die Stürmung des Parlaments an verschiedene. So, aber die Frage ist, ist das das gleiche Phänomen? Das ist Aha. eigentlich meine Frage. Ja. Ist das das gleiche Phänomen? Kann man das überhaupt vergleichen? Gibt es da was zu lernen gegenseitig? Und dann sind wir bestimmt auch bei der Frage, sag mal, welche Rolle spielen da die Parteien? Also die Republikanische Partei, bei uns vielleicht die AfD oder
welche Differenzierung man macht. Das sind meine Fragen. Ich glaube, die sind nicht wirklich originell. Die stellen sich ja gerade alle. Ja. So, wenn du Fragen hast, stell sie auch. Dann wissen wir, wir müssen in 45, wir müssen Viertel nach Schluss machen. Deswegen sag mal, welche du an mich hättest, wenn du welche hast. Ja, ja, das ist interessant, weil die letzte Frage war genau meine Frage. Gegenseitig. So, das heißt, dieser Angriff im Bundestag, ich dachte, das im August war. So, wie konnte man das mit, was wir erlebt haben, kann man diesen Vergleich machen? Oder was sind die Unterschiede? Das war auch mal eine Frage von mir. Aber ich habe zwei weitere Fragen, glaube ich, so aus meiner Seite. So, erstens, ich glaube, es gibt ein starker Vergleich oder eine Ähnlichkeit, würde ich sagen, zwischen was in USA jetzt gerade passiert ist und die gegenwärtige Diskussion in Deutschland. Und das geht um die rechtsextremen Netzwerke in Polizei oder Sicherheits- oder Nationalsicherheits- oder es gibt diese Gefahr vielleicht, dass es solche Netzwerke innerhalb der Polizei gibt. Und ich dachte, vielleicht könnten wir darüber diskutieren, so wie groß ist diese Gefahr in Deutschland. So wurde es in New York Times berichtet. Ich habe immer den Eindruck ein bisschen, dass es überschätzt wird oder dass es zu extrem dargestellt ist. Oder stimmt das? Gibt es solche Gefahr in Deutschland? Und das ist etwas, was jetzt wir große Ähnlichkeit haben. Und dann drittens, und das ist vielleicht eine größere Frage, vielleicht kommen wir gar nicht zu diesem Thema. So, was steht hinter diese ganzen Prozesse? Was passiert eigentlich bei unseren Demokratien, dass solche Gefahren überhaupt existieren? So hat das wirtschaftliche Gründe? Ist das einfach mit sozialen Medien verbunden und so neue Entwicklungen, Technologie und so weiter? Aus deiner Sicht, wie sieht das so aus und was können wir dagegen machen? Das ist die größte Frage sozusagen. Aber vielleicht sollen wir einfach mit den Ereignissen dieser Woche anfangen, oder? Ja, what happened? What happened? Ja, ja, das ist... Bevor du anfängst, einen Moment, noch für die Zuschauer jetzt, ich sage es noch zweimal, man kann Fragen stellen, entweder auf der Facebook-Seite von der spdhamburg.de oder auf meiner Facebook-Seite von meinem Fan-Account, von da, wo es jetzt läuft. Und dann wird Sebastian Jahns von der SPD Hamburg, den werde ich mal zwischendurch fragen, ob es Fragen gibt oder nicht, immer her damit, ja. Aber wir fangen jetzt schon mal an. So, das war nochmal die Unterbrechung für uns. Ja. Und Sebastian, ich frage dich dann irgendwann mal in 10 Minuten, Viertelstunde, ob es Fragen gibt. Ansonsten, bitte sehr. Also vielleicht soll ich anfangen mit so, was genau passiert ist. Ich meine, es wird noch berichtet, denn Journalisten untersuchen das alles. Es war, erstens muss man sagen, dass es wirklich unerkennbar war fast vor Amerikanern. Für amerikanische Augen. Dass sowas, natürlich gibt es viel Gewalt in unserer Gesellschaft, aber es gab auch in den letzten Monaten auch Angriffe an Staats, so die Bundesstaaten, Governors Mansions und so weiter, aber auf dem höchsten Niveau der Regierung, unserer föderalen Regierung, bei Congress gab es sowas nie. Und dass es so groß war, so organisiert war. Und vor allem, dass es eng mit der Präsident verbunden war. Das war fast wirklich ein Angriff, so kann man das eigentlich sehen, dass es ein Angriff von der Präsident an den Kongress war, durch seine Unterstützung. Donald Trump ist eigentlich, vor allem jetzt ohne Twitter, ist er ein ziemlich schwacher Präsident. Und das heißt, dass er das Militär so gar nicht so im Griff hat, sozusagen, oder in diesem Sinne, dass so für innerpolitische Zwecke benutzen kann. So, er hat seinen Unterstützer und er hat diese Rede gehalten und er hat gesagt, geh jetzt zu Kongress und wir können jetzt dahin. So, er hat diese Rede gehalten und er hat gesagt, ich sage das auf Englisch, go tell the congressman what you think. This is unacceptable. Go put pressure on them. Und das haben die gerade genau gemacht. So, was für Leute waren die? Das ist jetzt, wir wissen das noch. Ich meine, man sieht die Bilder und so weiter. Aber ich habe jetzt mit ein paar verschiedenen Experten gesprochen, die das kennen und das jetzt untersucht haben. Und es scheint, man kann es so mit drei, es ist ähnlich wie Charlottesville, was vor ein paar Jahren in Virginia passiert ist, wo es diese rechtsradikale Gruppen gab, White Nationalists,
Proud Boys nennt diese Gruppe, die diese Angriff gemacht. Auch unterstützt vom Präsidenten. Ja, und das haben die in Charlottesville gemacht. Aber jetzt, so da, diese Gruppe war da, das ist klar. Ja, das ist White Nationalist, Neonazi-Gruppen. Und die haben diesen Angriff an den Kongressgebäude gemacht. Die haben die Fenster gebrochen, die Tür hit the doors and broke open the doors. Aber was neu war dieses Mal, war, dass es zwei weitere Gruppen gab. So, es gab auch QAnon-Leute. So, die sind die Leute, die im Der Internet Mann mit den Hörnern war. Ja, genau. Er ist sehr berühmt eigentlich, habe ich gerade neulich gelernt. Und die sitzen da und die sehen im online die Verschwörungstheorien und so weiter. Die waren auch dabei. Und dann drittens gab es ziemlich normale, kann man so bezeichnen, Trump-Unterstützer. So diese normale Wähler, die auch da waren, die haben immer von Trump gehört, die sollen da in Washington D.C. ankommen. Und so, das extrem, ich würde sagen, nicht alle Trump-Wähler würden sowas machen, aber die waren ziemlich extreme Trump-Wähler. Aber diese drei Gruppen das ist eine ziemlich breite Koalition, wenn man das so bezeichnen kann. So, das ist anders als was in Charlottesville war und eigentlich viel gefährlicher, weil das heißt, dass es diese breitere Massenbewegung da jetzt gibt. Und deswegen, wenn man die Bilder anschaut, man sieht verschiedene Arten von Leuten. Es gibt die White Nationalists mit ihren T-Shirts, es gab eine mit etwas mit Auschwitz zu tun, und dann gibt es auch normale Wähler, und dann gibt es diese Sebastian, dann kündige ich das an. Leute mit Kostümen und so weiter. Ja, so würde ich das beschreiben. Ich habe gerade geschaut, welche Fragen es gibt auf dem okay. Facebook-Account, deswegen habe ich kurz uns selber gehört, das war irgendwie irritierend. Gut, aber ich habe jetzt gelesen, der Mann mit den Hörnern kommt aus Phoenix, Arizona, war wahrscheinlich noch mit dem Auto unterwegs nach Hause. Das heißt, er fährt da durch den ganzen Kontinent von West nach Ost, um da mal sozusagen mal einmal auf die Tonne zu hauen. Dann laufen die Fotos überall und dann ist die Sache erledigt. Oder dann kommen da wahrscheinlich ein paar Verfahren geben, weil die da gegen Gesetze verstoßen haben. Aber nochmal, ist das sozusagen ist die Demokratie in Gefahr? Ich stelle mal anders die Frage, unabhängig von diesen Leuten, die da demonstriert haben, ja, hing die Demokratie der Vereinigten Staaten an Mitch McConnell, hätte er einfach nur einen anderen Satz sagen müssen, er hat gesagt, count me out. Ja. Er hat gesagt, nicht mehr dabei. Stellen wir uns vor, er hätte gesagt, die Argumente der Menschen draußen überzeugen mich. Ja. Ted Cruz hat das ja. Ja, das Fast Problem, so gesagt. Ja, das waren wir ganz kurz davor, kommt es noch, sind wir in dieser kritischen, wo stehen wir gerade, ja? Ich glaube, dass diese bestimmte Wahl hier, jetzt was gerade passiert ist, dieser Versuch, die Wahl zu, overturn the election, so dieser Versuch, Joe Bidens Wahl zu so dass Trump diese Wahl klauen wird. Das könnte eigentlich gar nicht passieren, weil das Mehrheit im House of Representatives immer noch Demokraten sind. Um das so gesetzlich zu machen, oder um das zu machen, musste beide Senat und House of Representatives Donald Trump unterstützen. So das dürfte oder das könnte nicht passieren. Aber das Gefahr ist, dass, und einerseits kann man auch sagen, dass vielleicht war, deswegen haben diese Senatoren, diese republikanischen Senators so gespielt, weil sie wussten, dass das eigentlich nie passieren könnte. Das war ein Spiel eigentlich, kann man sagen. Andererseits, nächstes Mal, würde ich sagen, so wenn es 2024, haben die jetzt entdeckt, dass sie das machen können, und die werden, das scheint, das ist unklar jetzt bis jetzt, aber es scheint, dass die Wählerschaft nicht verlieren wird, wenn sie solche gefährliche Spiele spielen. Und so, ja, ich habe eine Zahl gelesen, eine Zahl gelesen, ungefähr, dass eine große Anzahl, über zwei Drittel der über 70 Millionen Wähler des US-Präsidenten, das muss man ja bedauerlicherweise immer wieder sagen. Das ist ja eine
politische Realität, die wahrscheinlich die nächsten Jahre prägen wird, über 74 Millionen Wähler für Donald Trump, dass da über zwei Drittel, ich habe zwei Zahlen gehört, einmal 70%, einmal sogar fast 80%, glauben, dass die Wahl irregulär war und dass da irgendwie das nicht ganz in Ordnung gewesen ist. Und dass über 40% der Wählerinnen und Wähler, ich bin jetzt schlecht in Mathe, aber also Dutzende Millionen US-Amerikaner, über 40% der republikanischen Wähler, der Trump-Wähler, glauben, dass es richtig war, den Kongress zu stören. Ja, das, so, ja. Das ist also... das ist eine Realität, was wir... So, und aber ja. was bedeutet das hierfür? Ja. Also ich lese hier, ich lese in dem Buch nicht das Kapitel Sturm der Parlamente als notwendigen Zwischenschritt. Ja. Das ist doch, was wird da in den nächsten Jahren passieren mit dieser Gruppe? Ja, es hängt, man muss sagen, dass es hängt von der Republikanischen Partei ab, so, wie die mit dieser Gruppe umgehen. Die Republikanische Partei haben, und Donald Trump vor allem, hat diesen Glauben an der republikanische Wählerschaft geschafft. Er hat das produziert sozusagen. Ja. Es gibt immer in allen Gesellschaften Millionen von Leuten, die dieses Verfassungssystem nicht unterstützen und die gegen das System kämpfen. Was neu ist, würde ich sagen, ist, diese Zahl ist jetzt höher geworden, wegen der Normbruch von Donald Trump. Und er unterstützt diese Glauben. Er behauptet immer, er wiederholt immer durch Twitter, dass das Wahl geklaut wurde. Wie sagt man das? A stolen election. Wie sagt man das auf Deutsch? Eine gestohlene Wahl. Aber das ist, genau. Eine gestohlene Wahl. Auf Deutsch genauso Quatsch wie auf Englisch. Aber ja. Er hat das wiederholt. Und jetzt glauben viel mehr von dieser Lüge. Jetzt hängt das alles so, wie geht die Republikaner in diese neue Realität? Und ich glaube, die Antwort auf deine Frage hängt so, wird es eine Trennung innerhalb der Republikanischen Partei geben? Es gibt natürlich auch Strömungen, die das unakzeptabel gefunden haben. So Mitch McConnell, Mitt Romney vor allem ist jetzt viel mutiger geworden, kann man sagen. Der Verteidiger der Demokratie auf einmal. Ja, ja. Spät dran. Es ist auch sehr, sehr interessant, dass man nicht so viel sagen muss, um ein Held der republikanischen Partei zu sein. Man muss einfach sagen, das ist nicht wahr. Und dann plötzlich ist man ein Held. Aber ich greife das gleich auf, um eine Frage aufzugreifen. Ich gucke gerade in den Chat, die ganz aktuelle Frage, aber ich verbinde sie mit der Frage republikanische Partei. Impeachment oder 25th Amendment, egal jetzt welches Verfahren, keine juristische Debatte hier, das ist schwierig. Im Detail ist das nochmal tricky, aber in der Sache selber, wie verhalten sich die Republikaner? Die Republikaner, die in der Regierung sind, Mike Pence und so weiter, wie verhalten sie sich im Kongress? Ist das überhaupt eine Option? Weil da könnte man doch jetzt sozusagen zeigen, dass es in welche Richtung die republikanische Partei nach Trump geht oder eben auch nicht zeigen, in welche Richtung sie geht. Was erwartest du da für eine Entwicklung? Denn die ist ja, das muss ja eine Entwicklung vor dem 20. Januar sein, nicht wahr? Ja, und dann ist sozusagen der Zug abgefahren. Ja, das wird, ein Impeachment könnte ganz schnell im House of Representatives gemacht worden, weil Demokraten haben eine Mehrheit. Man muss einfach eine normale Mehrheit haben. Aber um Trump seinen Sitz dass er weggeht sozusagen, muss der Senat zwei Drittel Mehrheit auch haben. Ja. Das wird man, glaube ich, nicht finden. Es scheint. Weil jetzt es gibt ein paar Republikaner, die das unterstützen, weil die Demokraten haben 50 Senators ungefähr, Republicans auch. So, das heißt, dass man noch mehr als 10 Senators, republikanische Senators finden muss, die das auch unterstützen würden. 17 Republikaner, 17 republikanische Senatoren müssten dafür stimmen, ja. Ja, genau. So, und ich glaube, und das wird, glaube ich, nicht stattfinden. Es gibt Lisa Murkowski, es gibt eine, die jetzt gerade gestern Abend auch gesagt hat, dass Trump seine Stelle abgeben muss. Ja. Sie hat nicht gesagt, dass sie Impeachment unterstützen wird, aber dass
So kann man das verstehen. Aber Lindsey Graham hat gesagt, er das nicht unterstützen wird. So, das heißt, ich glaube, dass es nicht passieren wird. Obwohl die versuchen das. Ich meine, das ist jetzt in Bewegung, kann man sagen. In den nächsten 24 Stunden wird man das. Die schreiben jetzt am Wochenende Articles of Impeachment. Und man wird das am Montag jetzt sehen, was passiert. Aber aus meiner Sicht scheint es unwahrscheinlich. Und es gibt jetzt Debatte, ob das eigentlich klug ist, das zu machen. Es gibt Demokraten, die glauben, dass es notwendig ist, um eine klare Linie zu machen, dass es unakzeptabel war, was passiert ist. Es gibt andere, die sagen, sind die Republikaner jetzt sehr schwach und das wird eigentlich Joe Biden nicht helfen, um dieser Impeachment-Prozess anzufangen. Aber ganz kurz, was ist deine Meinung dazu? Sollte man das tun oder nicht? Wir haben eine Debatte gehabt. Es gab ein Impeachment-Verfahren während dieser Legislaturperiode. Er ist nicht impeached worden, ist weiter im Amt. Die Argumente sind auch vor diesem Verfahren alle genannt worden, ob man das machen soll oder nicht machen soll. Nancy Pelosi hat sich lange geweigert, es zu tun. Meine Interpretation ist, sie ist dann durch diese verbalen und auch politischen Eskalationen des Präsidenten da innerparteilich zu gezwungen worden, es zu tun, obwohl sie es eigentlich nicht wollte. Das ist meine Interpretation zumindest. Also die Debatte ist schon irgendwie ähnlich, wie sie beim ersten Impeachment-Verfahren war. Nur, ich sage es mal so deutlich, die haben den Kongress gestürmt. Jetzt glaubt sie, dass es notwendig ist, glaube ich. Also wer so ein bisschen weiß, was Symbole in der amerikanischen Politik bedeuten, auch für konservative Amerikaner, da ist eine neue Escalation da. Ja. Hat das irgendwas verändert? Oder die Argumente werden jetzt wieder genannt. Was ist taktisch? Und welche Rolle nochmal Zukunft der Republikanischen Partei, wenn man es jetzt macht oder nicht macht, muss man darauf ja nach dem 20. Januar Bezug nehmen. Also warum, Mitch McConnell muss ja heute sagen, warum er für das Impeachment ist oder dagegen. Und er muss am 21. Januar sagen, ob er dafür ist oder dagegen, egal was noch kommt in den nächsten Monaten und Jahren. Also sollte man es tun, ja oder nein? Das ist eine schwierige Frage. Im Moment würde ich ja sagen, dass es notwendig ist. Es gibt drei Gründe. Erstens, wenn die das schnell machen können, ist es möglich, dass Donald Trump ist eine Gefahr. In den letzten 10 Tagen ist er eigentlich eine Gefahr für uns. Wir sind fast in einem Ausnahmezustand im Moment bei unserem Verfassungssystem. Und es ist eine Gefahr. Und so ein Impeachment, das ist notwendig. Das könnte so notwendig betrachtet werden. Zweitens, das ist eine symbolische Bedeutung. Das hat symbolische Bedeutung. Das, was er gemacht hat, kann nicht sein. Das kann nicht so sein. Drittens ist es, wenn er impeached wurde, dann hat das die Bedeutung auch, dass er in 2024 nie wieder gewählt werden könnte. Das ist ein attraktiver Gedanke, ja, dass wir jetzt schon sicher sein können, er darf es nicht sein. Ja. Daniel, zwei Punkte. Ja. Erstens, es muss nicht Trump sein, um einen Rechtspopulisten 24 zu wählen und die Demokratie abzuschaffen. Es darf also nothing personal against Mr. Trump. Ja. Aber ich habe das letzte Video, das der Präsident gepostet hat bei Twitter, noch retweetet. Das ist dann ja jetzt eine historische... Diese Rede von ihm, oder... Die Rede, wo er im Prinzip den Leuten sagt, geht nach Hause, ja, geht nach Hause und so weiter. Und da ich liebe euch, aber er hat auch gesagt, ich liebe euch auch. Natürlich hat er gesagt, ich liebe euch und so weiter, aber natürlich, ich weiß nothing nicht. new. Das ist wie Mausgerutscht, gibt es das Wort auf Deutsch. Ja. Die Rechtspopulisten machen irgendwas und danach sagen, sie wollten sie nicht so. Also ähnlich, ja. Aber ich will auf einen Satz hinaus. Ja. Der Satz lautet, am Ende dieser Erklärung, also der Kongress wurde gestürmt. Er ruft seine Leute, die er liebt, dazu auf, zurückzukommen. Aber die Wahl ist gestohlen. Das sagt er noch. Sagt er, our incredible journey is only just beginning. Yeah. So what journey is he talking about, Daniel? Ich glaube, er weiß auch nicht, welche Journey er beschreibt. Das ist nur eine Bedrohung, das ist nur eine Versprechung. Ich meine, es... What journey is not he talking about, but his listener thinking of? Ja, das ist eine wichtige Frage, genau. Es gibt die Gefahr, dass es wirklich die Anfang einer Bewegung ist.
eine neue soziale Bewegung ist, was immer da bleibt. Deswegen glaube ich, dass wir nicht am Ende der Zeit der Trump sind. Obwohl Trump nicht mehr da sein könnte, ich glaube, diese Gruppen sind mobilisiert worden und die sind jetzt organisiert, sie sind mobilisiert und das wird jetzt weitergehen und Joe Biden muss mit diesen Gruppen umgehen und der neue Präsident muss mit diesen Gruppen umgehen und das ist jetzt eine tiefe Schwäche unseres politischen Systems. Und, du hast gefragt, wie Demokratien sterben. Wenn man solche Gruppen mit 40% der Wählerschaft hat, dann ist das eine Schwäche des politischen Systems. Okay, here's one wichtiger Punkt, finde ich. Wir arbeiten jetzt viel mit Zahlen, um den State of the Union zu erklären. Yeah. Die Wahrheit ist aber, dass von diesen Millionen Trump-Wählern, die das jetzt ganz gut finden, dass man das Haus in Brand steckt, so nenne ich das jetzt mal, dass viele von denen, ich sage nicht die meisten, aber sehr viele von denen, in den letzten 10 bis 16 Jahren an keinen Wahlen teilgenommen haben, sondern erst jetzt unter diesen Bedingungen an Wahlen teilgenommen haben. Das ist ja demokratietheoretisch eine sehr wichtige Information, insbesondere auch für die deutsche mögliche Demokratie. Dass also Menschen, die bisher noch gar nicht im politischen Repräsentationsprozess beteiligt waren, durch Wahlen zumindest nicht, auf einmal auf der Matte stehen, aber mit einer der destruktivsten Formen, die es überhaupt möglich ist, nämlich erstens jemanden zu wählen, der Populist ist, und zweitens auch zu sagen, ja, brennt das Haus ruhig nieder, nichts ist so schlimm, wie es jetzt ist. Und dann bin ich bei meinen zwei Fragen, die gleichen sind, die du gestellt hast. Das ist ja wie geht es jetzt weiter? Also ist das eine sozioökonomische Frage? Ist das eine Frage von Verteilungsgerechtigkeit? Brauchen wir den Green New Deal und müssen gleichzeitig Arbeitsplätze sichern? Müssen wir darauf achten, dass Minorities, sozusagen, dass No Special Interest Groups, ein neues Narrativ, stimmt das alles? Also what's our counter strategy, unabhängig von Trump? Weil das ist natürlich das, was wir Deutsche uns fragen. Wir haben keinen Trump, der wäre auch nicht so erfolgreich. Übrigens, wir haben kein Zwei-Parteien-System. Die Republikanische Partei würde in unserem System, wäre die Sache vollkommen klar, was passieren würde. Sie würde zerbrechen in zwei Teile. Das ist aber keine Option in den USA oder nur eine sehr schwierige Option im Zwei-Parteien-System, weil sie dann Mandate verlieren würde ohne Ende. So, bei uns würden die sich zerlegen und ehrlich gesagt, so ein bisschen ist es passiert. Wir haben die AfD, also come on. Was ist die Counter-Strategy? Ist es, wir müssen uns darum kümmern, dass in strukturschwachen Gebieten Jobs entstehen, müssen wir uns darum kümmern, dass es Aufstiegsversprechen gibt, auch für Menschen, die vielleicht bildungsfern sind, müssen wir über die in Strukturwandel und Globalisierung, die Verlierer der Globalisierung denken, oder ist es eine Frage, Achtung, von Politikunterricht in der Schule, bessere Ausbildung und Bildung der Law Enforcement Community, ja, weil die vielleicht einen Haken haben. Was ist das? Ja, weil die Debatte ist doch auf niedrigerem Niveau, auch in Deutschland, absolut aktuell. Dazu muss ich nicht nach Washington gucken. Ja, ich würde sagen, sowohl als auch, beide sind notwendig. Ich meine, aber man muss das auch nicht missverstehen. Die Mehrheit von Amerikanern haben nie Donald Trump unterstützt. Und es ist so, wenn man sagt, dass die in nach Washington kamen oder die Donald Trump unterstützt haben, haben nie früher gewählt, die sind so wie ein Unterschicht und so weiter. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist nicht ganz accurate, würde ich sagen. Genau, präzise. Ein Kollege von mir, Paul Pearson, hat diese Art von Populismus Plutocratic Populism genannt. Weil das ist eine Partei, die viel Unterstützung von den reichsten Niveau unserer Gesellschaft auch unterstützt haben. Und es gab auch Bilder von, man muss das auch nicht missverstehen, wer in dieser Angriff teilgenommen haben. Es gibt auch Bilder jetzt von Executives, die auch dabei waren und die Leute, die in privaten Flugzeugen nach Washington geflogen sind, die haben auch teilgenommen. So, es ist eine Mischung von Leuten. Das heißt nicht natürlich, ich meine, ich stimme zu, dass es gibt viele, die in hintergebliebene Teile unserer Länder, so Rural America und the Heartland, die auch
die haben die negative Wirkung von Globalisierung erlebt und das hat eine Rolle gespielt, das stimmt. Aber und so, das heißt nicht, dass man nicht gegen diese Tendenzen kämpfen muss. Man muss die Ungleichheit in unserer Gesellschaft ist ein Problem und hat das auch produziert, was wir jetzt sehen. Aber es ist nicht, das kommt nicht nur von unten schicken, wurde gesagt. Und so, man muss das nicht so verstehen, dass die Populisten die Mehrheit sind und die sind die, die hintergeblieben sind. Das stimmt gar nicht. Das ist eigentlich eine Koalition von die reichsten Niveau unserer Gesellschaft und auch die tiefsten Niveau unserer Gesellschaft. Und die beide spiegeln diese Ungleichheit. Und deswegen ist Ungleichheit wichtig, eine Gefahr, weil das bringt diese zwei Strömungen zusammen eigentlich. Also das ist als Europäer echt interessant. Ja? Deutschland hat seine Geschichte. Also wir sind ja sozusagen die Letzten, die jetzt hier irgendwie Preise verteilen dürfen für gute Demokraten, ja? Um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Aber deswegen sind wir auch besonders sensibel, nicht um allen zu erklären, wie es besser läuft, sondern ich sage das mal ganz sub, das ist nichts Politisches, was Persönliches. Ich habe Angst, ich habe Sorge, wenn ich die sehe und denke mir, wieso ist das im... Also weißt du, wie das in Peking gelaufen wäre? Also Peking, wer noch nicht da war, ist die Hauptstadt der Zäune. Es gibt so viele Zäune überall. Und was zwar sind Zäune? Das war Zäune. Zäune in okay. Englisch? Ich frage die. The fence, of course, the fence. But small fences. There are so many fences for every hotel, of course, government buildings, Xiamen Square, everywhere. But there are so many fences that even if something like any bigger population movement would actually occur, it couldn't move anywhere. And Germans have, when they are on touristy reasons in the United States, have a feeling, those Americans, they stay in line a lot. Also die denken sozusagen, wie konnte es dazu kommen, überhaupt diese Bilder zu produzieren? Das macht mir richtig Sorge, ja. Und ich habe auch, ich kenne auch, du weißt, dass ich in den USA studiert habe. Ich war 2019 länger in den USA und habe mit Polizisten gesprochen, mit Law Enforcement Community. Und es ist vollkommen klar, ich will nicht die große Debatte führen, ja, aber der Populismus ist in der Law Enforcement Community angekommen und vielleicht noch mehr angekommen als im Durchschnitt der Gesellschaft insgesamt. Ich kann das nicht beweisen, ich bin kein Wissenschaftler, das ist jetzt einfach nur ein qualified guess, mehr ist das nicht. Und ich mache mir Sorgen, dass es dann nachher, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die nicht richtig funktionieren. Du hast die Bilder gesehen von den drei Polizisten auf der Treppe des Reichstags. Ja, da hat mal ein Polizist gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, alleine, nur mit seiner Stimme hat er die Leute da sozusagen aufgehalten. Ja, das war der Richtige. So, aber zurück zu wie das sozusagen weitergehen soll, das ist ja die Frage. So, und der eine Aspekt ist diese sozioökonomische Variante der Gleichheit. Der andere ist, den hast du auch gesagt, da will ich einfach nur mal was zu sagen, Twitter hat ihn jetzt abgestellt, großartig. In meiner Timeline, alle feiern das und haben einen Kommentar dazu, nämlich, das hätte Twitter ja schon mal früher machen können. So. Aber ich stelle mir eine ganz blöde Frage. Also ich habe das gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe gelesen, es gab die Twitter-Debatte letzten Sommer. Es gab erste Reaktion öffentlich. Dann gab es diese eskalierte Variante auf Facebook und auf Twitter für den Präsidenten. Und es hat dazu geführt, dass andere Online-Dienste Zulauf bekommen haben, die jetzt tatsächlich sozusagen noch radikaler untereinander kommunizieren und sich absprechen. So, wenn also, wie es wahrscheinlich sein wird, so wie es übrigens in Berlin auch der Fall war, einzelne Gruppen, die da irgendwie durchgeknallt, esoterisch oder sonst was, welche, die wir nicht ernst genommen hätten vor noch 10 Jahren, kommunizieren, Mensch, lass doch mal das Parlament stürmen oder lass doch mal, wir kennen das Beispiel aus Michigan, lass doch mal einen Gouverneur entführen oder einen Schauprozess führen. Das waren bisher nur so kleine Klicken von Leuten, die dann mal gut vom FBI oder von der Bundespolizei beobachtet wurden, mal schlechter. Wenn wir jetzt Twitter abstellen und Twitter das nach deinen und meinen qualifizierten Kriterien den Populisten alle rausschmeißen. Mitch McConnell kann man bei der Gelegenheit auch gleich mal löschen und Mike Pence auch. Aber zumindest auch in Deutschland mal schön alle AfD-Abgeordneten raus.
wenn die sich dann wiederfinden in sozusagen in anderen Netzwerken, wo vorher nur so, ich sag mal, so ein paar Dutzend oder ein paar hundert echte Hardcore-Kriminelle unterwegs waren, aber dann auf einmal sozusagen eine größere Gruppe, ja, in den USA über 20 Millionen von denen, die den Sturm gut finden, ist das eine Alternative? Wie geht man mit Social Media um? Oder nein, wie geht man mit Kommunikationsstrukturen von Verfassungsfeinden um? So muss man das ja wahrscheinlich nennen. Ja. Was, wie, ja, nee, das ist ein sehr guter was macht man da? Ja, es ist sehr, es ist müssen wir eine Zensurdebatte führen? Müssen wir jetzt eine knallharte, demokratieschützende Zensurdebatte führen? Ja. Ja. Und bei uns natürlich, wie du weißt, das ist das First Amendment ist was Religion bei uns, so das ist sehr schwierig. Aber und das stimmt, dass, und es gibt eine parallele Frage innerhalb der Republikanischen Partei. Ist das besser, die Republik, dass die innerhalb der Republikanischen Partei diese Strömungen sind? So das heißt, dass sie encapsulated innerhalb dieser Partei sind und die können irgendwie dadurch geschwächt? Oder ist das besser, dass sie isoliert sind, nicht ein Teil der Partei sind? Und ich, aus meiner Sicht scheint es, dass die meisten Demokraten und Liberalen in den USA glauben, dass es besser, wenn die Republikanische Partei schwach ist und diese Gruppen isoliert sind. Und es ist ähnlich wie bei Twitter, dass diese rechtsradikale Szenen nicht innerhalb Twitter sind, sondern allein in ein anderer Parallel-Netzwerk sind. Aber das kann auch gefährlich sein, weil genau wie du gesagt hast, weil denn jetzt entwickeln sie ohne die sind ohne Kontrolle dann, die können entwickeln, so entwickeln. Und die einzige Antwort, so kurzfristige Antwort, ist dann Bundespolizei und so weiter. Und das ist natürlich, vielleicht ist das notwendig, aber das bringt auch die Gefahr, dass vor allem in unserer Geschichte, dass es oft passiert ist, dass FBI benutzt wird, gegen Verfassungsfeinde zu kämpfen, so das heißt Nazis am Ende der 40er Jahren, und dann würde diese, ich muss das auf Englisch erklären, wenn ich darf. Natürlich. Yeah, so, I mean, we have this history in the United States of federal authorities investigating Nazis in the late 1940s, and then once you enter the 1950s, in the midst of the Cold War, the same apparatus is redeployed against innocent people Communists. Who are accused of communism. So this is ein, das ist auch, so das, und das ist ein Dilemma, weil einerseits ist das natürlich notwendig, glaube ich, gegen die rechtsradikale Szene innerhalb US-amerikanischer Gesellschaft oder der deutschen Gesellschaft zu kämpfen, aber andererseits diese gleiche Mittel können für undemokratische Zwecke benutzt werden. Und so das ist auch ein Gefahr. Aber das ist eine That's an old struggle. Das ist eine alte Geschichte. Die alte Geschichte ist, das ist immer, das ist ja, du weißt das mit Leugnung des Holocaust, das ist eine Straftat in Deutschland. In den USA wäre so eine Straftat verfassungswidrig, so ein Straftatbestand. Es gibt da, das war immer, was ist erlaubt an der Free Speech und so weiter. Meine Frage ist eine andere, das ist jetzt vielleicht sehr akademisch, aber ich glaube, dass das praktisch relevant ist. Die Grundidee in den USA war, so wie die Founding Fathers das beschrieben haben, ist der Marketplace of Ideas. Ja. Sozusagen, es gibt ein Marketplace, einen Marktplatz, und auf dem Marktplatz kann jeder seine bekloppte Idee raushauen, egal welche es ist. Das ist eigentlich auch konstitutionell für jede andere offene demokratische Gesellschaft, also auch für die Deutsche. Solange man dann nicht zu Gewalt aufruft, andere Leute umzubringen, also mit sehr engen Limits. Ja? Aber eigentlich ist es Marketplace of Ideas. Und die Frage ist ja schon gestattet, und da gibt es Probleme grundsätzlich. Die hatten wir auch in der Vergangenheit, die Probleme mit McCarthyism oder you name it, schon immer. Aber jetzt kommt eben jenseits des Marktplatzes noch ein, ich sag mal, ein zweiter Marktplatz dazu, durch eine Technologie. Also wir haben schon auf dem normalen Marktplatz schon immer Probleme gehabt. Hast du ja richtig beschrieben, schon in der Vergangenheit. Man kann den Apparat benutzen, wo man immer es will, das ist eine Herrschaftsfrage. Aber jetzt kommt daneben noch eine Technologie, übrigens, das ist ja noch nicht das Ende der Technologie mit Twitter, ja, also das ist ja, das wird ja weiter. Ändert, is that changing the ball game generally? Also wir beide, also ich spreche mal für mich, mein erster Reflex ist, ich möchte kein Zensurministerium haben, also und jeder, der danach ruft, da bin ich mal ganz vorsichtig, ja, also eigentlich nein. Aber so, aber im Moment bei uns gibt es eine
was man als liberale Antwort bezeichnen kann. Das heißt, dass es nicht von Staat reguliert wird, sondern bei den großen Social-Media-Konzernen selbst. So, das heißt, wenn Twitter entscheidet, dass Donald Trump nicht mehr in Twitter sein kann, dann ist es eine private Unternehmung und die dürfen das machen. Aber warum haben die das gemacht jetzt? Wegen großer Unterstützung und Druck von gesellschaftlichen Gruppen, die jetzt seit Jahren versucht haben, Twitter zu überzeugen, dass die Donald Trump nicht mehr an Twitter erlauben. Und Twitter als unabhängige private Unternehmen haben dann jetzt entschieden, das zu machen. Und so das heißt, das ist kein Problem für First Amendment, weil der First Amendment geht um Staatskontrolle der öffentlichen Meinung. Aber Moment, dann ganz einfach die Frage. Ja. Hätten der amerikanische Gesetzgeber Twitter verbieten müssen im Sommer 2016? Hey, Hillary Clinton will be elected. No problem. Es hätte keinen Sturm gegeben auf den Kongress. Also wo ist, das ist glaube ich, ich habe noch eine zweite Frage, um das einmal drauf zu machen, für die Marketplace of Idea Frage, ist, weil die Frage auch im Facebook-Chat kam, die Rolle der Medien insgesamt. Ja, man stelle sich vor, die öffentlichen Medien hätten Donald Trump einfach nicht diese riesengroße Aufmerksamkeit gegeben. Dieses Argument kenne ich auch aus Deutschland für die AfD. Ja. Also wenn wir jetzt nur darüber berichten, wer welches Rentenkonzept hat, wenn wir nur darüber berichten würden, welche Partei welche Vorschläge hat zur Energiesteuer, dann würde die AfD gar nicht vorkommen. Ja? Sondern diese, also wer eigentlich, Macht besteht auch durch Präsenz, nur durch Dasein. Und wer reguliert eigentlich das Dasein, wenn es in einer Welt ist, wo Klicks darüber entscheiden, die ökonomische Verwertbarkeit von Klicks, kann auch andere Verwertbarkeiten geben, aber das ist zumindest nicht eines Jeffers, also ich glaube, Thomas Jefferson hat nicht daran gedacht, als er die Idee vertreten hat, dass man eben auch die andere Meinung unbedingt akzeptieren muss und sie sozusagen begrüßen muss als konstitutives Element der Demokratie. Daran hat er nicht gedacht, dass da jemand ist, der nur, weil er ein Katzenvideo einstellt, eine enorme Breite bekommt und dann sagen kann, im Übrigen brennt doch mal das Parlament nieder. Daran haben die, glaube ich, nicht gedacht damals. Ja, so das heißt jetzt, dass die Marktprinzipien innerhalb der Medien dieses Problem verschlechtert. Und so, das heißt nicht, dass man kein Marktprinzipien oder freien Markt innerhalb Medien haben soll. Aber andererseits, was das bedeutet, ist, dass man eine große Rolle ergeben soll für öffentliche Medien. So, das heißt, the Public Television, ZDF und so weiter in Deutschland. Und obwohl das jetzt unpopulär in Deutschland geworden ist, ich glaube, diese Medien, Radio, Fernseher, Sendung, das ist sehr wichtig eigentlich. Aber these are major players in the German media market. And if these were to disappear. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Genau. If these were das kann man ja vielleicht mal dem einen oder anderen Fraktionsvorsitzenden der CDU in irgendeinem anderen Bundesland. Ich bin ein großer Fan von dieser Institution. Ich auch. Weil die diese Rolle spielen. Wenn man das sehen will, was passiert, wenn solche Institutionen nicht existieren? Schau mal die italienische Fernseher jetzt an, wo Berlusconi ein großer Besitzer für verschiedene Medien. Du kennst die These. Ja? Berlusconi hat uns das alles eingebrockt. Er ist der Erste gewesen sozusagen. Ja. Und so es ist egal. So wenn ich meine, es ist, man kann auch die Marktprinzipien immer noch haben, aber es gibt eine sehr wichtige Rolle, glaube ich, für diese öffentliche Medienbranchen. Okay. What time is it? I think we are done already, but one last question. USA, Deutschland. Erstens, was können wir voneinander lernen? Darüber haben wir gesprochen. Wir sind sort of in the same boat, aber es gibt natürlich Unterschiede. Aber gibt es jetzt auch etwas, was wir ganz konkret tun können? Heiko Maas, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, hat heute gesagt, dass wir auch sozusagen auch institutionell zusammenarbeiten können. Er hat von einem Marshallplan für die Demokratie gesprochen. Was da genau hinter dem Marshallplan weckt, natürlich insbesondere in Deutschland bestimmte Erwartungen.
ich hoffe, dass er es nicht so gemeint hat, dass wir jetzt diejenigen sind, die den Amerikanern helfen, denn ich glaube, das ist nicht die Lage. Das ist nicht die Lage. Ich glaube, wir haben alle sehr ähnlich verwandte Probleme, was Populismus angeht. Aber gibt es eine Möglichkeit, eine Chance, trotz der vielen Unterschiede? Ja? Also wenn Sozialdemokraten würden ja sagen, no problem, mach doch einfach einen Sozialstaat nach deutschem Modell in Missouri, Problem gelöst. Ja? Das ist ja schwierig, das praktisch umzusetzen. Aber gibt es etwas, wo wir zusammenarbeiten können, institutionell, in Gremien, zum Beispiel zwischen den Parlamenten, ich mit meinen Kollegen im Kongress oder die Regierung oder Wissenschaft, wenn ihr das macht, oder Civil Society generell. Gibt es da etwas, was wir institutionalisieren könnten, um einen praktischen Einfluss auf diese Phänomene zu haben, die Demokratie unterstützen? Ja, gibt es da die Möglichkeit? Ich sehe immer wieder internationale Netzwerke von Neonazi-Netzwerken und Rechtsradikalen, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil die ja immer auch fast immer auch eine sehr nationalistische Basis haben, was das eigentlich dann sozusagen passt eigentlich nicht. Aber wir sind ja die Guten, das darf man, glaube ich, auch mal sagen. Wir sind ja die Guten, die für eine offene, demokratische, tolerante Gesellschaft uns einsetzen. Gibt es da was, wo wir jetzt, neue Regierung, Joe Biden, let's do it. Gibt es da was? Drei Ideen fallen mir jetzt gerade ein, würde ich sagen. Es gibt, so vielleicht, ich versuche das auf Englisch leider auch jetzt zu erklären. Aber do it, no problem. So I think one area, so there's a major push taking place in the United States for institutional reforms, including Wahlrechtsreform, so introducing more proportional elements into our democracy. Ranked order voting is what it's called. This is so fast wie ein Popot-System. I think these... Weg vom klassischen Mehrheitswahlrecht und weitere Differenzierung. Das ist schon in Maine passiert und das gab einen Versuch jetzt in Massachusetts. Aber das ist auf der Agenda, würde ich sagen, von Demokraten. Ja. Aber ich glaube, dass die Politiker selber verstehen das eigentlich nicht so. Ich meine, das ist eine es gibt Reformbewegungen, Civil Society Groups, die das unterstützen. So this is something that I think would be very useful for American politicians to have a better understanding of how this actually operates. You know, and actually this Danish television show Borgen about the Danish politician is actually very informative to Americans because they don't understand it a very kind of at the level of the fingertips, like how this system operates. But I think this is something. So this West is something that is very informative for Germans as well. So, okay, so that's the first area. The second area is something maybe Germans can learn from America. So this is the first one is what Americans can learn from Germans. The second area is I think something that Germans can learn from America. One of the major forces that has forced Twitter to block Donald Trump's account are groups of civil society groups led by Hollywood personalities. I mean, these social media figures who are the social influencers have begun to realize what kind of influence they actually have. You know, they tweet something and, you know, they have millions of followers and you group these together, people together, and they have billions of followers all around the world. And so I don't know to what degree the equivalent kinds of actors in Germany are organized in a way to try to influence social opinion in an organized way. I mean, this is Helene Fischer. Uh-huh. You know who Helene Fischer is? No, maybe I should. It's too my life. Oh, now I have a problem to define who Helene Fischer is. So she's a popular singer. Let's put it this way. So she might be one. There was a debate about her during the refugee situation in Germany, whether she should say something because she's so popular, and the old question whether showbiz and politics is it a separate business or is there responsibility for each individual in the showbiz as well? So that's okay. Yeah, another way to put it is, I mean, it's not even about individual media figures, but so this is a kind of civil society development where I think these groups can play a much more, in trying to navigate the new world of social media, individuals who have big social media outputs can organize in civil society, in a kind of civil society way for productive and good ends. That's a second. Also wir sollen uns organisieren, so wie die anderen das auch tun. Yeah, glaube ich. And you might think, well, who are these people? I mean, there's an slightly undemocratic element to it. I mean, it's maybe problematic. You think, well, you know, why are these famous people so powerful? But in fact, the social media landscape is one that's, you know, highly unequal, right? Because the people who are popular have this incredible weight.
And so we hope that they can organize in groups that are then accountable and publicly recognizable. So they're not working independently in the shadows, but organize as well. Wir haben Untersuchungen, dass es wenige Individuen gibt in Deutschland, die für die AfD Wahlkampf machen on social media. Wirklich wenige, wirklich, also auch absolut nicht relativ in Prozent, sondern absolute Zahlen. Wenige Personen, die aber so einen großen Click-Amount haben, dass sie tatsächlich einen Unterschied machen können in der Größe und der Zusammensetzung des Marketplace of Ideas. Also insofern ist es auch eine Frage, wie wir uns organisieren. Wir, sage ich mal, diejenigen, die gegen den Populismus stehen. Yeah, so that's another way to put it. Is progressive forces need to also organize the social media realm. And then the third area that I thought of, and this is maybe more kind of traditional stuff of politics that people already think about, are these networks, these right-wing networks of infiltrating police. And I think, you know, this dealing with and confronting these in a way that doesn't, you know, that doesn't lead to the kind of excesses that have taken place in the past. I mean, I think this is the dilemma that the Biden administration coming in. And I think maybe there's actually something to learn because, you know, the American police, the need for American for police reform in the United States, which is at a local level, is really critical. And, you know, I've told Americans, you know, maybe we should look at how the Germans reformed their police over the last 50 years, because although there may be problems in the German police system, I mean, there was a major set of reforms that were introduced. I mean, the police had to be remade entirely, of course, in post-war Germany. And so I think there's actually at the realm of justice, there's a kind of potential for, you know, democratic reform of these coercive apparatus of the state. So I think that's also a kind of shared area of concern. So those are the first three that occurred to me. Okay, time's up. Thank you very much. Wir hätten auch noch mehr länger sprechen können, aber das reicht für jetzt. Super interesting. Oh, we will do this again because I'm afraid this is not going to be all over by January 20th and everything will be fine. That's not how it's going to work. Yeah, so thank you for your interest in what's happening. I mean, es gibt eine Art von Loneliness für Amerikaner. Die sind, obwohl das komisch klingt, ich meine, wir haben das Problem jetzt und you know, to hear public leaders outside of the United States speaking up and expressing their outrage when our own leader did not do that, I think is really... Well, den Professor in Boston ein wenig zu trösten. Ja? Yeah. Erstens, die Mehrheit, du hast es gesagt, ist eindeutig woanders, die absolute Mehrheit in den USA. Und zweitens, Georgia has become a swing state. Yes. Come on. If Georgia can become a swing state, everybody who knows Georgia knows what this means. That's right. So anything could happen. Never give up. Ich glaube, es wird keine schnelle Reform des Wahlrechts in den USA geben. Das wird alles super problematisch mit der weiteren Polarisierung. Ich glaube, dass Mitch McConnell ein ganz dreckiges Spiel spielen wird mindestens in den nächsten zwei Jahren. Und deswegen glaube ich, werden wir alte Probleme haben. Aber dass wir uns vernetzen über den Atlantik, und zwar nicht auf nationaler Ebene, sondern auf dieser Werteebene, was Demokratie und offene Gesellschaft angeht, da bin ich dabei, da mache ich mit. Da hat übrigens diese Corona-Pandemie uns auch nach vorne gebracht. Wir haben uns schon vorher getroffen, wir haben vorher wir beide Veranstaltungen gemacht, aber jetzt sind wir mal online unterwegs. Also es gibt eine Dynamik. Ich danke, ich weiß, dass die Zeit, time is always an issue, aber an diesem Wochenende war es für dich super stressig, das weiß ich. Vielen, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Thank you very much. Das hat Spaß gemacht. Und schöne Grüße nach Massachusetts und hoffentlich bis bald. Bleib gesund. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.